Bitte stell her mehr Fließbänder. So. Splitter wollte ich aufstellen, genau. Du Splitter. Einfach dahin. Und darauf. Das heißt, alle die, die sich hier rechts stauen, werden nach und nach links mit raufgeschoben. Und dadurch verdichtet sich das hier, sodass es dann irgendwann auf beiden Seiten komplett dicht sein sollte. Ja, sollte. Immer schön die Ecken machen. Also es wurde ein paar Mal erwähnt in den Kommentaren, dass... Oh Gott, nein. Okay. Dass es hilfreich ist, dieser Eckentrick hier, weil die Ecken sind halt langsamer als die geraden Strecken. Aber es wurde im selben Atemzug auch gesagt, dass es nicht so viel bringt. War der Stau schon die ganze Zeit hier? Könnte was erklären. So. Pritzel. Wow. Stimmt, wir haben noch mehr Mining Drills. Primary Steam Engine. Vierer. Bau zwei Stück davon. Yep. Das habe ich ganz vergessen. Am Anfang der vorletzten Folge müsste das gewesen sein, oder letzten Folge, hatte ich mich auch um das Stromproblem kümmern wollen. Das dann so ein bisschen aufgeschoben. Jetzt wird es Zeit. Ich hau mal einen davon hier hin. So. Dann die Boiler jetzt. Wo sind die Boiler? Da. Wow. Vierer. Und die sind teuer. Mach erstmal überall Dreier-Boiler. Haben wir ja noch bei weitem nicht. Hier haben wir noch teilweise noch Zweier. Und hier haben wir sogar noch einer. Das ist Backup-Zeug, ne? Ja. So, du. Boiler mal da. Boiler. So, und dann gucken wir, ob alle auf 100% fahren. Und wenn ja, dann reicht das. Wenn nicht, dann kommt einfach mehr und besser. Sch 98. 99. Ja, das wird auf 100 gehen. Also links ist schon mal okay. Was sagt rechts? 96, 94, aber das ist auch noch kein Stufe 4 drauf, ne? Hier, packen wir ganz am Ende hin. Und guck mal, was der sagt. Der sagt, ich krieg gerade kaltes Wasser und das ist nicht schön. Aber das sollte sich gleich beheben. Bisschen unter 90. Alles unter 90. Was sagt ihr hier unten? Ja, hier schon besser. 94, 95, 96. Sagt die Stromversorgung. Die sagt mäh. Das ist jetzt unerwartet. Okay. Akkus werden verbraucht. Schießt was? Schießt was? Ja, okay. 206. Ach so, das ist die passive Geschichte. Wir verbrauchen allein schon 1,2 im passiven Zustand. Das ist auch nicht schlecht. So, Akkus werden wieder vollgeladen. Wir brauchen mehr. Mehr Vierer-Engines. Das müssen alles Vierer-Engines werden. Dementsprechend werden das wahrscheinlich auch Vierer-Boiler werden müssen. Weil wir kommen jetzt noch nicht mal auf 100% Leistung. Ne. Okay. Wir können auch die Backup-Steam-Engines zu regulären Steam-Engines machen. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Also wir haben dann kein Backup, aber das ist dann halt so. Hau die mal hierhin. Hierhin. Also wir haben jetzt nur Primary Engines. Aber die laufen alle mit Dreckwasser. Das ist jetzt nicht so schön. Kann ich aber umbauen, will ich aber gar nicht. Das war ja so gewollt. Dass falls wir mal kein Wasser haben, kein sauberes Wasser und dadurch keinen Strom haben, dass dann wenigstens die Engines laufen, die kein sauberes Wasser brauchen.
Nur sorgen wir jetzt dafür, dass die auch laufen, wenn wir sie gar nicht wirklich brauchen müssten oder so ähnlich. Okay. Temperatur 100, 100, 100, 98. Ich brauche mehr Primary Steam Engines. Strom. Ah, sehr gut. Viel besser, viel, viel besser. Trotzdem arbeite ich das noch weiter aus. Wo bist du? Da bist du. Miep, miep. Und während ich hier rumstehe und warte, dass das passiert und ich von meinen Robotern beliefert werde, was echt super ist, kann ich das hier auch mal aktualisieren. Mist. Noch irgendwo? Boah, hier unten ein bisschen. Baum. So. Oh, hey. Ich guck mal ganz kurz in die Kiste, von der ich meinte, dass sie noch 15 Folgen hält. Wir waren da, jetzt sind wir hier und das ist 2 Folgen her. Also 2 Folgen, 6 Felder. Das könnte aufgehen mit meinen 15 Folgen geschätzt. Du? Dahin. Noch geht's. Aber sie arbeiten noch nicht alle auf voller Leistung. Das heißt, ich denke, ich werde mir ein paar von den lila Chips holen müssen und die Vierer-Boiler bauen. Nicht für jetzt. Jetzt ist, wie gesagt, alles okay. Aber wenn die alle mal auf 100% laufen würden, würden die Boiler nicht hinterherkommen. Also könnten sie doch nicht auf 100% dann laufen. Das heißt, ich gehe mal dahin. Daumen, Daumen, Daumen. Nehmen wir jetzt die Chips. Oh, 4.800, also 4.800 Liquid Copper und da auch Eisen, Eisen nicht. Es scheint so, als kommen wir wirklich nicht drum rum, noch einen dritten Blast Furnace zu bauen. Wobei ich auch hier erstmal das Kurvenproblem machen sollte. Dann habe ich noch 2. Nein, bau bitte noch mehr davon. Ja. Es könnte auch noch mehr Roheisen ankommen. Also ich könnte hinten noch was aufbauen. Produktivitätsmodule habe ich dabei. Drills habe ich dabei. Ja, schauen wir einfach mal ganz kurz hin, was denn unsere Eisenmine so sagt. Gib mir Eisenplatten. Nope. Miep, miep, miep. Tränke sehen okay aus. Da. Oh. Splatter. 26 Berserker-Korps. Big Biter, Medium Biter. Okay, ist noch nichts mutiert. Das ist schon mal gut. Dass die Mauer nicht... Achso, wir haben... Okay. Repariert werden kann, das ist richtig, aber ersetzt werden kann nicht. Das ist noch ein Denkfehler, den ich gemacht habe bei den Roboports. Das heißt, alle Roboports stehen falsch. Oder nicht so, wie sie stehen müssten. Also für den Anfang reicht es natürlich. Für jetzt. Aber wenn später die Mauern auch regelmäßig kaputt gehen, dann reicht es nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Roboport bauen, der so steht, dass der orangene Bereich, der bis hier geht, die Mauern überlappt. Damit die Mauern ersetzt werden können, wenn sie zerstört werden. Aber das wird so viele Roboports kosten, das können wir uns momentan einfach nicht leisten vom Stahl her. So, ich wollte aber eigentlich zur Eisenmine hier. So, da ist auch einer schon leer. Oh Gott. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass die alle bald leer werden. Ja, wie mache ich das am besten? Wenn ich da jetzt hier eine Anbindung mache, dann stauen die sich wieder alle auf der linken Seite. Ja, muss ich mit Splittern arbeiten. Okay, gib mir 3 davon. 1, 2, 3.
Dun, 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 dun. So. Dann kommt da ein... Habe ich noch einen Splitter gebaut? Bau einen schnellen Splitter. Und ihr kriegt schon mal hier... Dröhn. Dröhn. Nein. Dröhn. So, Splitter hier. Zack, zack. Geht so. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich arbeite mit noch mehr Splittern. Mach mal den da weg, mach den da hin, mach den da unterirdisch. Hau das da drauf. Füllt sich, füllt sich, füllt sich, füllt sich. Okay. Hm. Reicht mir ehrlich gesagt immer noch nicht. Obwohl, staut es sich irgendwo? Nee, ne? Nee, dann brauche ich die ganzen Spielereien nicht. Bau bitte noch ein Drill, damit wir die Ecke da oben auch noch machen können. Und dann muss das doch langsam reichen. Wie viele gleichzeitig laufende Mining Drills brauchen wir denn, bitteschön? Da ist er. So, du... Da. Ich denke, der nächste Schritt wird sein, Produktivitätsmodule MK3. Und dann alle ersetzen mit MK3. Also ja, es könnte auf dem linken Fließband noch ein bisschen mehr. Oder wir könnten... Ja. Also auf dem linken Fließband könnte noch ein bisschen mehr. Oder wir könnten komplett das gesamte Fließband als rotes Fließband machen. Bis hin zum Schmelzofen. Aber es ist... Gut. Was jetzt als nächstes? Also wir haben Stromversorgung einigermaßen in den Griff bekommen, wobei wir wollten dann noch die besseren Boiler bauen, fällt mir ein. Da, bau die bitte mal. Da. Stromversorgung haben wir einigermaßen in den Griff bekommen. Wir haben Kupfer ein wenig aufgestuft, wir haben Eisen ein bisschen aufgestuft. Das muss jetzt langsam reichen. Wir haben bei den Produzenten geguckt, welche wir wirklich brauchen und welche nicht. Haben ein bisschen was reduziert. Wir haben das Kohleproblem vor uns hergeschoben. Das heißt, ich denke, ich werde zu Beginn der nächsten Folge mit dem Wagen einmal... Angriff von hier mal wieder. Zu Beginn der nächsten Folge werde ich losfahren und werde versuchen... Also die Basis dürfte ich knacken können. Bei der da und bei der da kann es problematisch werden. Und wir haben hier schon wieder welche, die schnüffeln, kleine. Also ja, wir haben gerade tierisch viele, die schnüffeln, weil unsere Wolke immer riesiger wird. Also ich werde wieder ein paar Folgen lang töten müssen. So, wir wollten jetzt hier die ganz tollen hinstellen. Da, da. Da. Einen kriegt der linke auch noch. Da, so. Jetzt müssten wir noch ganz viele Rosane haben, ne? Genau, setzen wir die mal so, so, so. So müsste das aufgehen. Temperatur 100. Das dauert jetzt ein bisschen wieder. 100, 100, 99, 100. Ach, hier in der Mitte geht es auch noch nach oben. Hehe. Okay, das sind aber MK1 Drives. Das ist okay. Sollte halt, also die mittlere Reihe ist ja eh mit Dreckwasser, die soll nur so ein kleines bisschen extra geben, ist okay. Ja, 100, 100, 100, alles gut. Okay, Strom ist im Griff. Dann, wie gesagt, jetzt ein kleiner Cut. Und in der nächsten Folge töten, töten, töten. Ja. Ich habe gerade kurzfristig überlegt, ob ich vielleicht einen Zeitraffer draus mache oder ob ich von vornherein sage, wenn ihr nicht sehen wollt, wie ich zwei Folgen lang irgendwelche Basenplattfaden überspringe zur übernächsten Folge, aber ich kann das nicht sagen, wie es ablaufen wird. Weil so einfach geht das bei Factorio ja nicht. Es gibt dann immer irgendwas, was getuned werden muss oder wo Fehler auftreten oder was weiß ich. Das ist nicht so wirklich berechenbar und das ist ja auch schön so. Also dann, bis gleich.